Also, ME-System hält sich so, wie es ist. Und wir haben einen klitzekleinen Überschuss, der alle Nase lang mal in das Ding da reingepumpt wird. Ansonsten bekommt keiner mehr Lava. Also, es gibt Maschinen, die haben noch Flutexporter dran, aber die benötigen keine neue Lava. Weil die Maschinen, an denen die Dynamos angeschlossen sind, gerade nicht arbeiten. So. Du, du, du. Du, du, du. Dann müssen wir noch so einstellen, dass ihr das rausholt. Das macht man nicht so. Das macht man so. Wir brauchen gleich noch mehr Schalter. 3 Stück. Haben wir die dabei? Nein. Ich hätte gerne Lever. Lever, 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 Lever. 3 Stück. So. Und dann werde ich jetzt von Hand die Dinge erstmal befüllen. Also wir können gleich gerne gucken, ob wir Exporter noch herstellen können. Aber jetzt erstmal die erste Ladung. Baller ich einfach so rein. Damit schon ein bisschen was hergestellt wird. So. Exporter. Haben wir überhaupt genug Kobbel? Ja, haben wir. Okay. Für Exporter werden wir nicht genug Iron haben. Okay, wir müssen also zuerst das Iron oben aus der Smeltery rausholen. Die Blöcke dann zerlegen. 37, sehr schön. Die Blöcke dann zerlegen, ins ME-System klatschen und dann 3 Ex... Warum... Was ist hier los? Ich habe wohl aus Versehen doppelt Rechtsklick oder so gemacht. Okay. Weg, weg. Oh, warte mal, das können wir noch einreichen, oder? Jo, sehr schön. Noch ein Block. Noch ein Block. Okay, 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 okay. Aber ja, 4 Blöcke Eisen sind 36 Eisenbarren. Das könnte reichen für 3 Exporter. Das wäre schon praktisch. Weil, wie ihr bestimmt mitbekommen in der letzten Zeit, wenn ich irgendwas manuell einfüllen muss zwischendurch, dann vergesse ich das zu 95%. Das ist dann ja nicht so schön. Du, dahin. Export. Dafür brauchen wir diese runden Dinger und dann die eckigen Dinger. Da, obwohl, warte mal, wir hatten ein paar davon hergestellt. Ja, Basic Export Bus. Okay, wir haben einen davon über gehabt. Wir haben keinen von den runden Dingern übrig, also brauchen wir jetzt davon 2. Dafür brauchen wir Fluix Dust. Da werden wir gleich irgendwo eine Mangelerscheinung haben. Ah, für 32 jetzt gereicht, das ist super. 1. Ja. 2. Ja. Eisen rein. Davon hätten wir jetzt gerne 1, 2. Davon hätten wir jetzt gerne 1, 2. 3 Exporter. Sehr schön. Runter. Oh, die gehen schon runter. Das ist sehr gut. Also sie scheinen wirklich schneller zu funktionieren. Du da und du da und du dahin. Alle bekommen Export Kobbel. Export Kobbel. Füllt sich gleich wieder ganz schnell. Sehr gut. So. 3 mehr Crucibles und wir haben alle auf Lava Source und nicht mehr Lava fließend umgestellt. Also eigentlich bauen wir unser Energiesystem ganz gut aus. Also unser Lava-Netzwerk, unser zwergisches Lava-Netzwerk. Trotzdem kommt hier davon nicht so viel an. Ja. Wie schaut's hier aus? Das Ding hat Strom. Bist du voll mit Lava? Nee, aber halb voll. Das ist schon mal wesentlich besser als dieses Fluktuieren, was wir eben gerade noch hatten. Okay, okay, es geht voran. Bist du durchgehend am Rütteln? Nee. Haben wir Alternativen zum Rütteln außer Dust? Wie sieht's mit Gravel aus? Nicht vorhanden. Wie sieht's mit Sand aus? Nicht vorhanden. Ja, das war's. Soul Sand können wir jetzt noch rütteln. Stimmt, das sorgt dafür, dass wir nicht ganz so viel Leerlauf haben. Her damit. Haben wir noch Sand hier oben drin? Ja, gib mir mal ein Stack Sand. Dann haben wir jetzt wieder Mischmascherze, aber ist egal. Die Smeltery schluckt alles. Du, Rainer. Soul Sand, Soul Sand, Sand. Arbeite. Gut. Also,
Diese Krise hätten wir auch bewältigt. Was wollten wir eigentlich machen? Eigentlich wollten wir Carpenter bauen. Und ich glaube, das sabotiert nicht unsere ganzen ME-Verbesserungen. Weil das ging primär auf Bronze. Ich guck mal. Carpenter. Da. Brauchst Sturdy Casing. Haben wir davon noch welche? Einen. Okay, ich hätte gerne noch einen zweiten. Sturdy Casing. Wir haben wieder kein Bronze. Okay, du da rein. Dann würde ich gerne. Zing. Warum haben wir Alumite im System? Raus. Raus. Ein bisschen aufräumen, kann nicht schaden. So, Ping Power. Du auch weg. Da muss ich gleich einfach nur Kupfer und Zinn ins System schmeißen. Das sollte nicht das Problem sein. Wow, das ist eine schicke Liste. Tin, fast ein Bucket voll. Kupfer viel zu wenig. Platin ein bisschen. Invar 6 Ingots. Könnt mal raus, aber es bringt nicht so viel. Kupfer. Die Ratio war 3 Teile Kupfer, ein Teil Tin. Können ja mal nachgucken. Bronze. Bronze ist 3 Teile Kupfer, ein Teil Tin. Okay. Dann gib mir bitte Kupfer. Viel zu viel. 60 ist auch zu viel. 30. Machen wir 30, 10. Tin. Weg. So. So. So, 30, 10. Das könnte reinpassen, 40 Stück. Ich, nee. Könnte es nicht. Also wir müssen bei Zeiten auch mal das Ding weiter hochbauen. Aber ich denke, sobald wir die Hochöfen haben, werden wir es eh primär darüber lassen. Wobei, die brauchen Ressourcen. Das ist nicht so ganz so toll. Also eventuell bauen wir bald eine Plattform mit drei Schmelzöfen drauf, die dann vollautomatisiert sind. Aber das ist ein größeres Projekt. Da will ich aber erstmal die Ressourcen für haben. Nicht, dass wir ein bekanntes Problem wieder haben, dass wir Projekte anfangen und dann nicht genug Ressourcen haben, um sie zu Ende zu bringen und das Ganze sich dann ewig zieht. Das will ich nicht nochmal haben. Das fand ich nicht schön. Alle 5 Sekunden auf das Eisen starren zu müssen. Da. So, rein damit. Tin ist fertig. Kupfer ist auch gleich fertig. Zinn schmilzt also schneller als Kupfer. Das ist sogar realistisch. Sehr schön. Ich mag es, wenn es realistisch ist. Bam. Bronze. Ding, 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 ding. Das sollte reichen für die Sturdy Casings. Sonst brauchen wir noch. Wir brauchen Wasser im ME-System. Und zwar nur begrenzt viel Wasser. Das könnte gleich interessant werden. Da muss ich mir was einfallen lassen. Du da rein. Die müssen auch noch rein. So, Bronze rein. Carpenter. 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 Zwei Carpenter. So, wie bauen wir die auf? Also beide brauchen RF-Energie. Das heißt, sie müssen ähnlich verkabelt werden wie das Ding da. Da sie ja auch nicht durchgehend arbeiten, könnte ich theoretisch beide an das Ding da anschließen. Also ich nehme das hier weg. Das hier weg. Das dahin, das dahin. Carpenter Ruf, Carpenter Ruf. Die brauchen allerdings zwei Anschlüsse. Die andere Seite hier ist schon verbaut. Ja, schade. Also wir können sie jetzt nicht von unten mit Flüssigkeit befüllen, weil von unten die Stromversorgung kommt. Also jetzt gerade nicht, aber theoretisch schon. Das heißt, wir könnten von vorne Gegenstände reinpumpen, hoffentlich. Das ist kein hier Red Terminal Expansion Zeug, dass man einstellen kann, wo die Eingänge sind. Ja, wahrscheinlich Flüssigkeiten von
Ja, das weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Also Flüssigkeiten müssen rein und Gegenstände müssen rein. Und dann stellt man hier die Rezepte rein. Wir wollten ein Rezept haben für Bienenkörbe. Wobei, so selten wie ich die Dinger benutze, kann ich die auch von Hand befüllen. Spricht da was gegen? Nö, spricht gar nichts gegen. Wir werden das eine mit Wasser benutzen, um ein Bierleiser herzustellen. Eventuell zwei, um eine in die Kiste zu packen, falls ich sterbe. Und wir werden den anderen brauchen, um Bienenkörbe herzustellen. Aber da Seed Oil ja doch recht selten ist. Flop. Flop. Oh, da passt eine ganze Menge rein. Aber da Seed Oil recht selten ist und wir auch nicht so viele Bienenkörbe brauchen. Zumal wir später elektronische herstellen können. Ist auch das sehr begrenzt. Also ja, das werde ich jetzt nicht voll verkabeln, da spare ich mir das Eisen lieber für was Sinnvolles. Ich mache jetzt einmal den einen da halb voll, dreiviertel voll mit Wasser und den anderen befüllen wir dann beidseitig mit Seed Oil. Ach, man kann ja an der Seite sehen, wie voll der ist. So, praktisch. Irgendwie füllt er sich aber nicht und der ist jetzt schon über 50. Ah, jetzt wird es angezeigt. Okay, war nur ein kleiner Serverlag. So, das war's eigentlich schon. Der hier hat Wasser, der bekommt später Seed Oil. Sie haben beide theoretisch Strom. Sie nehmen sich nur gerade nichts. Ja, okay. Und jetzt würde ich gerne runtergehen und sehen, dass der Tank hinter meinem E-System sich füllt. Oh, kann er nicht. Okay, ich würde gerne sehen, wie das hier sich füllt. Wow. Also es ist nicht mehr bei Null. Wir haben ein sehr schönes System aufgebaut. Ich glaube, wir haben einen Plus von 10 Millibucket alle 5 Minuten. Okay, wir brauchen viel mehr Crucibles. Dafür werde ich jetzt die Obsidian-Maschine abreißen. Das heißt, das Ding wird kein Wasser haben, das ist nicht schlimm. Wir setzen einfach irgendwo anders das Ding hin. Und ja, so häufig brauchen wir es doch gar nicht. Das heißt, theoretisch könnten wir auch den Aqueous Accumulator einfach dahinstellen, ohne irgendwelche Wassersourceblöcke in der Nähe. So, komm her. Du da und ich höre irgendwo eine Spinne, wahrscheinlich unten auf dem Ding. So, du hast oben Ausgang? Ja, okay. Das heißt, du sammelst jetzt ganz langsam Wasser. Weg mit dir. Ganz, ganz langsam Wasser. Und wenn wir dann irgendwann wieder Soul Sand brauchen, ist der Tank davon voll. Und wenn es wirklich hapert, dann setzen wir einfach da einen Source Block hin. Oder da, wo das Kabel und benutzen hier Servos bei denen. Ducts. Ja, okay. Das heißt, das kann alles weg. 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 Okay. Du, Igneous Extruder, du kannst auch weg. Dein Kollege macht schon den ganzen Cobblestone. Wir brauchen dich gerade nicht. Dich werden wir irgendwann wieder aufstellen, wenn wir die Smoothstone-Produktion anschmeißen. Um die ganzen Mauern zu bauen. Weil da hätte ich eigentlich auch Lust drauf, das Ganze optisch ein bisschen besser herzurichten. Ja, also diese komischen Cobblestone-Straßen wegzumachen, aber das können wir erst, wenn wir Jetpack haben. Aber hier Wände bauen. Einfach nur Wände haben im Keller. Es ist sehr creepy, im Keller zu sein und die Sonne auf einem Horizont untergehen zu sehen, wo gar keine Erde ist, die einen Horizont bilden könnte. Das hätte Jade Cat echt besser machen können. Also bei Mystcraft, einem sehr abgefahrenen Mod, gibt es Welten, die nennen sich Void-Welten. Und da gibt es keinen Horizont. Und man kann diese Welten auch selber erschaffen. Und da gibt es so einen. Die Welten sind quasi aus Wörtern zusammengesetzt. Und es gibt ja ein Wort, das dafür sorgt, dass eine Welt keinen Horizont hat. Das hier einzufügen dürfte dann eigentlich nicht so schwer sein. Dann müsste die Sonne theoretisch unter uns langlaufen. Irgendwie so lief das dann. Sehr abgefahren. Ja, also du weg. 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 Du bist leer? Jo.